Hallo, ich bin's und ich spiele heute Ghost Simulator. Ich habe da vorhin schon einmal kurz reingeguckt, aber ich weiß noch nicht so viel über das Spiel. Ja, und dann starten wir gleich, wenn es geladen hat. Könnt ihr euch jetzt schon ein bisschen was erzählen? Also die Zielgruppe ist, glaube ich, relativ neutral. Also es können sowohl Jungs als auch Mädchen spielen. Auch für Kinder ist es, glaube ich, ungefährlich. Es stirbt niemand, es wird niemand abgemetzelt. Insofern, ja, es ist ganz witzig. Es gibt kein wirkliches Spielziel. Es gibt so ein paar Aufgaben, aber das war's dann auch schon. Dann starten wir mal. So, ich bin eine Ziege. Ich habe sie getötet. Wir verändern mal die Kamera, das macht man mit der Maus. Und bewegen uns ganz vorsichtig, ohne etwas kaputt zu machen. Oh, 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 oh. Ich stehe auf dem Zahn. Auf der linken Seite seht ihr ein paar Aufgaben, die man erledigen kann. Dafür kriegt man dann extra Punkte. Ich versuche es mal. Das macht man mit der rechten Maustaste, glaube ich. Ja. Und es passiert natürlich nichts, wie man sich das wünscht, ne? Sie zuckt sehr viel. Ich will einen Front-or-Back-Flip machen, aber leider schaffe ich es nicht. Naja, dann gucken wir uns erstmal weiter um. Man kann mit der Maus auch die Kameraeinstellung ein bisschen verändern. Oh, eine Ziege, hallo. Wollen wir Freunde werden? Ja, wollen wir. Komm mit, komm mit, komm mit. Ja, sie kommt mit. So, ich weiß schon, dass hier irgendwo ein Trampolin steht. Damit kann man außerordentlich lustige Sachen machen. Das suchen wir jetzt mal. Da ist es, da ist es. Ich sehe es, ich sehe es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, 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 oh. Das ist übrigens meine Zunge. Ja, meine Zunge. Wo ist es abgegangen? Oh, ein Müllei. Ein Müllei. Wir wollen den Mülleimer mitnehmen. Das macht ihr übrigens mit ihr. Damit könnt ihr Sachen anschlecken. Und dann könnt ihr sie mit euch mitziehen. Auf die Autobahn. Genau, da wollen wir hin. Jetzt warten wir, bis ein Auto kommt. Man kann sich nämlich überfahren lassen. Und oh nein. Ich finde diese Musik eindeutig nervenaufreibend. Oh, ein Truck, ein Truck, ein Truck. Jetzt kommt's. Oh, ups, ups. Oh, das war der Kopf. Das war eklig. Oh. Ich habe das Gefühl, diese Ziege ist relativ stark. Ich weiß nicht, wie die das macht, aber. Oh, ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch. Ja, geh rein. Geh rein. Leck ihn an, los. Ja, so ist das gut. Oh, was? Oh, warum liegt sie? Ich hab sie getötet. Nein, habe ich nicht. Oh, ein Haus, ein Haus. Oh, oh, Stange. Warum liegt sie? Ich glaube, ich habe sie ermüdet. Oh, oh, das war der Kopf. Nein, da wollten wir nicht hin. Es gibt hier irgendwo auch noch ein Haus. Und man kann mit Schiff ein wenig schneller laufen. Gegebenenfalls, man kann das. Ich kann es nämlich nicht so gut, ehrlich gesagt. Okay, das ist jetzt relativ uninteressant hier. Man kommt nur leider sehr langsam rückwärts weg. Das ist ein bisschen blöd. Aber vielleicht, wenn ich das drehe, vielleicht sehe ich dann mehr. Oh, warum stehst du da? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Also dieser Simulator, das ist wirklich komisch. Ich verstehe es noch nicht hundertprozentig. Aber, also ich finde, für zwischendurch lohnt es sich, das mal zu spielen. Aber ich würde mich da jetzt nicht eine Stunde lang mit aufhalten. Warum hänge ich im Regal fest? Na komm, na komm. Ja. Oh, oh, es brennt. Es brennt. Und wieso schlackert mein Hals?
alles Fragen, die mir keiner beantwortet. Also es erfordert nicht so die großen Zockerkompetenzen. Insofern, ja. Oh, wo ist meine Ziege? Da ist sie, da ist sie. Ja, also, ich glaube, das reicht jetzt erstmal, um euch einen kleinen Einblick zu geben. Auch wenn man gerade nicht viel sieht. Oh, das war der Hintern. Oh, ein Auto. Oh Gott. Oh Gott. Und ich würde sagen, wir machen mal Schluss. Unsere Ziege ist, glaube ich, auch müde geworden. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem kleinen Let's Play und schaut mal wieder vorbei. Und vielleicht probiert ihr das Spiel auch mal aus. Tschüss.